Es fuckt mich so ab. Hey Leute, ich habe einfach keinen geraden Scheitel, das macht mich so sauer. Okay. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen... Oh, ich mach mal das Fenster zu. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, ein Q&A. Ich hoffe, ihr sitzt alle zu Hause und hat mein Nachbar mir gerade gewunken? Oh Gott, ist das peinlich. Ach, das kann ich nicht. Leute, ich hab's hier. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Okay, cool. Ich habe jetzt gerade erst gecheckt. Also, was ihr nicht sehen könnt, das Haus geht so und so und da ist ein Hof, okay? Hier, ich dachte gerade so, wer hat mir denn da gerade... Übrigens, es gewinkt richtig. Ich weiß, es hört sich richtig komisch an. Jemand hat mir gewinkt gerade und ich dachte so, hä, das sind ja meine Nachbarn. Aber nein, es sind nicht meine Nachbarn. Es sind Naki und Tina. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass das ja auch noch unsere Wohnung ist. Okay, long story short. Es gibt ein Q&A. Und dass ich glaube, ich einige in Deutschland zu Hause langweilen, weil die aktuelle Situation das nun mal provoziert, dass wir uns zu Hause langweilen. Ich hoffe, es geht euch soweit gut, den Umständen entsprechend. Und ja. Deshalb gibt es jetzt eigentlich ein Q&A von mir. Viel Spaß. Als allererstes möchte ich mich für eure Fragen beantworten. Als erstes möchte ich mich für eure Fragen bedanken, die diesmal wirklich sehr, sehr spannend waren. Also es waren auch viele Fragen dabei, die ich so noch nicht gelesen habe. Deshalb geht's jetzt los. Viel Spaß. Wir fangen mit einer easy Frage an, die ich schnell beantworten kann. Und zwar, wie oft gönnst du dir einen Friseurbesuch? Die Frage kriege ich super oft auch in meinen DMs und so weiter. Ich gehe alle paar Monate zum Diego. Also ich gehe zu Diego Fossa in Köln. Und dadurch, dass ich ja so einen Verlauf habe, also so einen Mix aus Balayage und normalen Foliensträhnen, sieht man den Ansatz immer nicht so abgekantet hier. Heißt also, das wächst super soft raus und deshalb muss ich auch nicht so oft gehen. Was tatsächlich für den Geldbeutel auch ein bisschen besser ist, falls ihr darauf zum Beispiel achten möchtet. Und ja, deshalb ist es ganz, wächst es immer so soft raus und man muss nur alle paar Monate gehen. Sollten YouTuber, Blogger sich öffentlich politisch äußern, in Klammern, wenn sie beispielsweise die AfD wählen? Ich denke, Leute, die die AfD wählen, sollten sowieso grundsätzlich die Schnauze halten. Deswegen, mal abgesehen davon, ich finde nicht, dass, also es wird immer so erwartet, dass Leute mit großer Reichweite sich auf jeden Fall politisch äußern. Ich finde nicht, dass das sein muss. Ich finde, das muss jeder für sich selber entscheiden. Das Ding ist, wenn du einmal was sagst, erwarten die Leute, dass du es zu jedem einzelnen Thema tust. Ich merke das ja bei mir selber. Ich persönlich spreche mich natürlich absolut gegen die AfD aus, gegen rechte Parteien und auch gegen Parteien, die vielleicht zu links sind, zu rechts. Also ich würde mal sagen, man kann sich in der Mitte treffen, aber das ist halt ein Thema, was so sensibel ist und da hat jeder eine andere Meinung. Außer AfD, das ist keine Meinung. Aber ich denke einfach, dass es ein sehr, 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 sehr sensibles Thema ist, was schon in Familien zu sehr viel Streit führt und auch unter Freunden. Also spreche nie über Politik und Religion. Es gibt fast immer Diskussionen. Deswegen, oh, es hat sich sogar gereimt. Deswegen finde ich nicht, dass man das machen muss, sondern einfach dann, wenn man das gerne möchte. Noch Kontakt zu InScope 21. Eigentlich haben wir keinen Kontakt mehr. Das sind immer nur so ganz bestimmte Sachen, wo man sich mal schreibt, also Weihnachten, Geburtstag oder so, keine Ahnung, also da finde ich schon es cool, sich auch zu gratulieren oder zu beglückwünschen. Aber wir haben ja keinen Streit, wir hatten nie Streit, wir haben uns nicht im Streit getrennt oder so, deshalb ist alles cool zwischen uns. Und als die aktuelle Situation von ihm, ja, als ich das mitbekommen habe, habe ich ihm natürlich auch sofort geschrieben, so, ob alles okay ist und so weiter. Und ich denke, das ist eine ganz coole Ebene, auf der wir uns befinden, weil wir einfach recht neutral zueinander sind, aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns ignorieren oder so. Also wir sehen uns, haben uns auch auf im Event gesehen und so und wir quatschen ganz normal miteinander. Also es ist völlig entspannt, was mich sehr, sehr freut tatsächlich. Wie gefällt dir Berlin? Ich bin seit dem 28. Februar in Berlin und es gefällt mir sehr, sehr gut. Das hat mich jetzt auch nicht überrascht, weil ich war bestimmt schon gefühlt 200 Mal in Berlin vorher, weil super viele Events hier sind und ich auch mal zur Fashion Week damals immer mal eine Woche hier war oder immer mal ein paar Tage und ich komme auch super oft hierher, um mich mit Freunden zu treffen oder hier finden auch oft Partys statt von Freunden von mir, wo ich dann auch mit hingehe und
Genau, weil ich habe zum Beispiel auch Freunde aus München und wir treffen uns super oft in Berlin. So. Und ich liebe die Atmosphäre hier, ich liebe den Vibe. So, egal wann du rausgehst, es ist immer was los und ich bin echt ein Mensch, der immer so Hummeln im Hintern hat. Ich muss immer was unternehmen. Ich kann zwar auch alleine zu Hause sein, aber mir wird schnell langweilig. Und ja, zum Beispiel gestern waren wir ein bisschen draußen spazieren und die Sonne hat geschienen, die scheint auch jetzt, super schönes Wetter in Berlin. Und dann sitzen alle draußen im Park und hören Musik und klar gibt es das auch in anderen Städten und klar gibt es das auch in Düsseldorf, aber es ist irgendwie anders, weil ich will das jetzt nicht so kategorisieren, dass in Düsseldorf ist es so und in Berlin ist es so, aber das, was ich so aus Düsseldorf zum Beispiel kenne, ist, dass es dann oft ein bisschen assi wird und hier geht es halt eher so in die alternative Richtung. Natürlich ist es je nach Ort, wo du dich bewegst, unterschiedlich, ist ganz klar. Aber das ist so das, was ich immer hier empfunden habe. Warum bist du trotz Schönheit, Geld und Berühmtheit so bodenständig? Meine Mutter würde mir sonst eine Schelle geben, deshalb. Streiten du und Tina ab und zu auch oder nicht? Für alle, die Tina noch nicht kennen, follow her on Instagram, es lohnt sich. Und nein, wir streiten uns nicht. Wir diskutieren, aber wir streiten nicht. Ich glaube, irgendwann ist man so, wenn man ein bisschen reif im Kopf ist, aus der Phase raus, wo man sich streitet mit Freunden. Also da muss ja schon ordentlich was passieren, dass ich mich mit jemandem streite. Wollte schon mal ein Postbote, Pizzalieferant oder ähnliches bei dir zu Hause ein Foto mit dir? Ja, das ist mir tatsächlich schon passiert und das ist so mit das Unangenehmste, was einem passieren kann in meiner Situation, weil das ist so diese absolute Comfortzone, die so übertreten wird und du bist halt einfach bei mir zu Hause, also du bist so vor meinem Haus, vor meiner Haustüre und das ist so schon unheimlich. Also auch wenn die Leute mir gar nichts wollen, so will ich das gar nicht sagen, aber es ist halt schon so, muss nicht sein, weil es gibt ja auch, nicht jeder ist so cool und würde das für sich behalten zum Beispiel. Also es gibt ja immer Leute, die sich auch gar keine Gedanken darüber machen und die dann irgendwie droppen, wo man wohnt, auch wenn das nicht sofort jetzt viral gehen würde und jeder weiß dann, wo ich wohne. Aber da macht man sich natürlich schon Gedanken drüber, auf jeden Fall. Genauso ist es ziemlich komisch, dass ich oft, wenn ich beim Arzt bin oder so und die Mädels sind immer so süß, wirklich, also ich will niemanden hier irgendwie kritisieren dafür oder so. Aber wenn ich beim Arzt bin und dann wollen die Mädels irgendwie, die Arzthelferin oder so, ein Foto mit mir machen, dann mache ich das natürlich gerne, aber es ist halt irgendwie schon eine komische Umgebung und so Ort, um das zu machen. Also man gewöhnt sich natürlich dran, aber ich habe immer noch so ein Gefühl, wenn das so ist. Also, ja. Was fasziniert dich an einem Menschen? Die Frage habe ich rausgesucht, weil mir das vor kurzer Zeit nochmal so richtig krass bewusst geworden ist, dass es mich extrem fasziniert und beeindruckt bei Leuten, wenn sie dir zuhören können und zwar aktiv. Nicht nur so, du erzählst jemandem eine Story oder so, du erzählst irgendwas von dir und sie sind so, so, aber du hast nicht das Gefühl, die sind gerade so voll bei dir, sondern jemand, der dir aktiv zuhört und der auch Augenkontakt mit dir halten kann. Da haben ja einige Leute auch ein Problem mit, Augenkontakt zu halten. Bei Augenkontakt, finde ich, ist was extrem Intimes, je nach Situation. Und wenn jemand das kann und dir wirklich, du merkst, so, der ist richtig drin in dem, was du gerade erzählst und ist voll interessiert und ist richtig bei dir, dann fasziniert mich das voll. Und das finde ich total toll. Also sowas, das ist so eine Eigenschaft der Menschen, die ich mega, mega schätze. Bist du ein geduldiger Mensch? Diesem Tattoo hier zufolge bin ich es nicht. Das ist einfach nur ein Reminder für mich, dass ich mehr Geduld haben sollte. Wie ich das Tattoo stechen lasse und so habe ich euch alles, und da sieht man das auch nochmal genau, habe ich euch alles in einem Vlog festgehalten hier aus Berlin. Also schaut da auf jeden Fall vorbei. So Leute, das war's mit dem Video. Vielen, vielen Dank für eure Fragen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet ein wenig abschalten. Und bleibt gesund. Passt auf euch auf und auf eure Liebsten. Und bis zu meinem nächsten Video. Ach ja, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. Muah.